Ist bei Ihnen bereits ein süßer Hundewelpe eingezogen? Träumen Sie davon, Ihr Leben mit einem kleinen Schatz zu teilen? Ein Welpe sorgt jeden Tag für Glücksmomente. Ihr Hund wird Ihnen noch viel Freude bescheren, und doch sind manchmal gerade die ersten Monate des Zusammenlebens mit einem Welpen durch Missverständnisse, Missgeschicke und weitere kleine und große Unfälle getrübt. Alle in diesem Video angesprochenen Empfehlungen findet ihr unterhalb dieses Videos in der Infobox. Dort findet ihr nicht nur das aktuelle Top-Angebot, bei dem ihr sparen könnt, sondern auch finden sich in der Videobeschreibung die wichtigsten Informationen zu diesem Video und weitere Tipps. Nun weiterhin viel Spaß mit dem Video. Nicht wenige davon sind das Ergebnis einer falschen oder gar fehlenden Welpenerziehung. Mehr noch, die Erziehungsfehler rächen sich noch Jahre danach und können die Beziehung Hund-Mensch nachhaltig beschädigen. Wie gestaltet sich eine artgerechte Welpenerziehung? Welche Fallen und Fehler zu vermeiden sind, was ein Welpe und später jeder Hund erlernen und können muss? Darüber klärt sie hunde-welpen.de in unserem Ratgeber auf: Lernen Sie, Ihren Welpen zu erziehen, denn eine gute Kinderstube ist der beste Weg zu einem harmonischen Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer treuen Fellnase. Unsere hier vorgestellten Informationen bilden nur einen Teil der Welpenerziehung ab. Der kleine neugierige Welpe entdeckt die Welt, er hat noch viel zu lernen, er ist lernwillig und lernfähig, doch ein kleiner Hund ist kein vorprogrammierter Robot, er da von vornherein bereits alles kann und weiß. Ohne ihre Hilfe und ohne eine richtige Erziehung wird er zwar ein paar Dinge lernen können, doch eigentlich bleibt er ein ungezogener Flegel oder entwickelt sich zu einem kaum sozialisierbaren Sonderling. Oft schikaniert und getadelt wandert der Hund unglücklich durch sein Leben, zumal er gar nicht versteht, wo denn sein Fehler liegt. Wir hoffen, dass unser kurzes Plädoyer pro Erziehung Sie überzeugt hat und Sie so früh wie nur möglich damit anfangen werden. Ein Welpe beginnt spätestens mit seinem ersten Atemzug zu lernen. Manche Wissenschaftler vermuten sogar, dass das erste Lernen bereits im Mutterleib stattfindet. Der kleine Welpe lernt viel durch Prägung, indem er seine Mutter und Geschwister entdeckt und sie als seine erste Familie akzeptiert. Die Prägung erfolgt auch durch den Menschen. Lernt der Welpe gleich zu Beginn seines Lebens liebevolle, ihm zugewandte Menschen kennen, wird er auf die Menschen überhaupt positiv geprägt, erlebt das kleine Abneigung und Unfreundlichkeit. 2s größer als kann es umgekehrt zu einer negativen Prägung führen, diese ist später nur schwer zu verändern. Ein weiterer Lernmechanismus ist die Gewöhnung. Ein Welpe gewöhnt sich an seine Umgebung, macht sich damit vertraut, er lernt angenehme sowie unangenehme Gerüche und Geräusche kennen und verbindet damit Assoziationen. Der assoziative Lernprozess gehört zu den wichtigsten Mechanismen, den sich auch die Hundeerziehung zunutze macht. Es geht dabei um Folgendes. Ein Welpe nimmt zum Beispiel wahr, dass vor jeder Fütterung sein Mensch in den Keller geht, um die Portion Trockenfutter zu holen. So wird ein heranwachsender Hund jedes Mal ein Häppchen erwarten, sobald sich ein Mensch in Richtung Keller begibt. Viele dieser Assoziationen entstehen von uns Menschen unbemerkt. Manches Herrchen oder Frauchen wundert sich dann, warum sein Hund zum Napf rennt, obwohl es doch keine Fütterungszeit ist. Nun sind wir eigentlich beim wichtigen Thema Konditionierung angelangt und werfen einen kurzen Blick auf diesen entscheidenden Lernweg. Unter klassischer Konditionierung wird ein Prozess verstanden, bei dem ein Welpe lernt, auf einen bestimmten Reiz mit dem erwünschten Verhalten zu reagieren. Er assoziiert diesen Reiz oder Signal mit einem Verhaltensmuster. Ein Beispiel: Es ertönt ein Pfeifsignal und der Hund kommt zurück. Wie das klappt, erzählen wir Ihnen weiter unten. Als instrumentelle Konditionierung wird ein anderer Lernmechanismus bezeichnet. In diesem Fall möchte ein Welpe mit einem bestimmten Verhaltensmuster sein Ziel erreichen. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Tiermaestro.